Ist das bei oder nee? So, nächstes. Nochmal so schön war. Das Lustige ist, wenn man die schnell genug wieder zurücknimmt, diese Zauber, dann haben die überhaupt keine Wirkung. So, dann nehmen wir den nächsten noch. Oh, das hat fast schon. Ne, der hat noch einmal was gehabt. 12.000. So. Hätte ich jetzt einmal so einen Run gemacht und schon habe ich wieder arsch viel Leben. Oder Seelen. 13.300. Das macht man zweimal und dann. Ja. So. Aber das ist ja nicht die Art und Weise, wie man hier anständig levelt. Muss man mal. Zauberei, Teleportier, Arno Londo, die Tiefen. Malte Welt von Arianes. So. Seele einer lang vergessen. Feuerhüterin, ja, tu ich auch. Ah ja, genau, die muss ich ja erstmal rasten. Nicht damit mir dann hier irgendwas gegengeschleudert wird. Moment. Hey, ich kann sie sogar one-hitten. Wie viel kriege ich denn für die? 300. Sehr schön. Für den auch. Und für den auch nochmal 300. Also dafür, dass die Gegner hier wirklich... Ich weiß gar nicht, wo habe ich eigentlich den Schlangenring hier? Irgendwoher. Keine Ahnung, woher. Wow. Na dann. Und so macht man das im Nahkampf. So. Natürlich mit dementsprechenden Waffen. Oh Gott. Oh oh. So, heilen wir uns mal hoch. La 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 la. Und jetzt sind wir toxiniert. Zum Glück nicht ganz voll. Da geht's nämlich noch ein bisschen. Na komm schon. Die kann ich one-hitten. Den Rest nicht. Echt hier. So, dann muss ich mal noch hier die andere Welt. 13.500 haben wir schon. Also 3000, das ist hier. Ist er tot? Ist tot sogar. Nochmal 300. Aber ich kann hier sowieso geradeaus gehen und hier in der Mitte könnte man ja dieses Vieh hier ganz fix töten. Das war ja eigentlich mein ganzes Anliegen. So. Da gibt es ja keine Gegenstände mehr, aber ich fand die Welt so schön. Mehr davon, wirklich. Super Gegend. Hier haben wir noch haufenweise Leute mit Fackel. Na komm doch mal her. Und genauso macht man das die ganze Zeit. Man muss aufpassen, dass man genug Ausdauer hat, damit das Blocken nicht bricht. Und dann, ja, geht eigentlich alles seinen Gang. Und du kriegst arsch viel. Ja, Leben, Seelen, hast du nicht gesehen. So. Also, das war ziemlich cool. Lalalala. 300 für alle. Cool. Konnte man ja erstmal nichts weiter machen. Ich muss dann irgendwann mal versuchen, was mit Menschlichkeit zu tun. Ich hab's nämlich auch noch was Tolles. Wenn es so ein bisschen Leben ausmacht, das ist Wahnsinn. So, na dann.
Oh Gott, was machen denn die hier? Los, verlangen sie Lauf. Jetzt haben die mir meinen ganzen schönen Schusshagel hier versammelt. Okay, ein Phalanx ist tot. Ich kann das 17 mal machen. Krieg da 500. So, und das machen wir jetzt nochmal. Mit jedem Gegner, der hier einmal um die Ecke kommt. Das ist echt zu genial. Ich habe immer das Gefühl, mein Handy vibriert oder irgendwelche Späße. Wow, Junge, Junge. Und hochheilen. So. Hopp, mach die Sohn. Mach die Seelenmasse. Weil Mädchen Juni nur jemand. Oder. Oh Gott. So. Ach, das ist so ein schlimmes Geräusch. Vor allen Dingen, jedes Mal, wenn ich hier mit dem Handy irgendwas machen will. Oh, knapper Spaß. Nochmal. So, dann machen wir nochmal das. Dann sollten wir eigentlich alle haben. Dann gibt es ja hier noch diese Skeletträder da, aber sind ja auch alle nicht. Nochmal ein Speer. Oh Gott. Sechser haben wir noch. Aber da könnte ich eigentlich fast nach Anor Londo gehen und dort angreifen. Das Blöde ist halt nur, die blocken viel zu viel. So. Nice. Okay, alle down. Alles schick, alles schick, alles schick. So, wo könnte ich denn jetzt mal wieder hin? Erstmal wieder hier runter. Die Harpien könnte ich natürlich noch killen. Die Harpien, natürlich, die Harpien. Die haben ja eigentlich am meisten Zeit gekriegt. Ich brauche, ich weiß gar nicht, wie viel ich jetzt hier zum Aufsteigen brauche. 2700, also noch 2000. Das heißt, ein paar Gegner brauche ich. So, Nummer 1. So, das klappt. Wunderbar. Ach nee, hier oben muss ich auch noch die machen. Oh, das war bitter. Und alles nur, weil ich jetzt immer auf Nahkampf spielen will und nicht auf Fernkampf. Aber ich habe eine Waffe, die hat keine Reichweite. Das ist nicht gut. Nicht gut. Da sieht man mal, wie viel Ausdauer die Teile überhaupt verbraucht haben hier. So, und wieder, und dann wieder, und dann wieder. Muss doch irgendwo ein Gegner sein, der extremst gegen Magie empfindlich ist, hä? Oh, ein One-Hit, sehr schön. Eins, zwei. Wow, das ist immer mies, wenn die den machen. Und dann nur noch im Weg rumstehen. Und dann sich noch nicht mal schnell genug plündern lassen. So, aber hier, die. Sehr schön. Wow. Okay, einmal kurz hochheilen. Gegebenenfalls nochmal einen Phalanx nehmen. So. Na komm schon. So. Wundervoll ausgetimt. Sehr, sehr schick. 400 geben die leider. Nur.
Könnte mehr sein. So, da gucken wir mal hier hoch. Vielleicht kriegt man ja diese Harpien wieder tot. Ich mache ja wirklich so viel Schaden. Ja. Aha, geblockt. Einfach die Taste gedrückt halten. Dann passt das. So, genau 30.000 kriegt man. Das ist ja mal cool. So, Zeit zum einmal ableveln hier. Wo hätte ich denn eigentlich mal noch eine Gegend, wo man anständig viel bekommt? Also das ist jetzt wirklich eine für das Maß an Level, was ich gerade habe. Das reicht. So, und nochmal Vitalität. Sehr gut. Okay, so langsam aber sicher wächst es an. Aber ich muss mir hier echt langsam Gedanken machen. So, ich muss ja zwei Läufe machen, damit das Ganze klappt. Oh nein. Das sollte jetzt eigentlich nicht passieren. Aber ist ja auch egal. So, hat schon mal geklappt. Sehr nice. Ziehen wir die mal alle wieder runter. Moment, können wir hier den machen? Wir sind ja hier pro... Sehr gut. Und wieder hochheilen. Wie jedes Mal. Eigentlich. Wieso brauche ich denn mit der Waffe mehr Anläufe als mit der anderen? Na komm schon. Oh, fuck. Es geht ja sogar hier. Oh je. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Es wird nämlich dunkel und kalt. Ach, giftig. Oh, shit. Okay, jetzt kann ich es eigentlich fast schon vergessen. Nicht nur noch diesen einen Gegner hier. So, und dann drehe ich mich ja langsam, aber sicher dem Ende entgegen. So. Aber das ist nicht giftig, das ist Toxin. Da dürfte, müsste eigentlich das Wort total anders hier hingeschrieben sein jetzt. Ach, hier rechts hätte ich hochgemusst. Ah, okay, gut, ja. Also 5.970 kriege ich hier. Wenn ich den einmal ablevel. Oh, jetzt sind wir alles safe. Na dann, versuchen wir mal nächstes. Die... Und warum die beiden hier jedes Mal rumspacken? Und das ist auch nervig. Die machen so viel Schaden, ich habe nicht genug Ausdauer, um das Ganze abblocken zu können. Das ist schon traurig. Ja. Ah, das hat, da war ich nicht zu, nicht weit genug weg. Ein bisschen gut funktioniert. So, na komm schon. Ja, stimmt. Egal was du machst, du bist immer langsamer als der Gegner. Immer im Hinterkopf behalten. Genau. Denn wenn es dazu kommt, dass sie schlagen, schlagen sie immer mit dir oder kurz vor dir. Niemals so, dass du es irgendwie überleben könntest. Okay, Gegner down. Sehr gut. Gehen wir jetzt mal hier hoch. Lalalalalala. Wieder ein Gegner down. So, schauen wir uns das Ganze doch mal an hier. Und wieder ein One-Hit. Sehr schön. Also dann. Zeit für Harpien töten. Ich fasse es. Das sind echt so ein bisschen wie Mimics. Okay.
So, haben wir eine schon mal. Sehr gut. Und nochmal, ist das schön war. Oh nein. Was macht denn die jetzt? Genau. Sowas ist assi. Gegner, die einen einfach töten können. Also, die können mir das komplette Leben mit einer so einer scheiß Attacke wegmachen. Das hat nichts damit zu tun, ob ich blocken kann. Oder irgendwelche anderen Spirenzchen. Das klappt dann einfach nicht. Sowas kotzt mich ein bisschen an. Also, Harpien zu killen ist anstrengend. Und dadurch, dass die fliegen können und immer ausweichen, ist echt assi. Und hier wieder. Die Balance ist dann so gebrochen. Das ist Wahnsinn. So, wie viel habe ich mir jetzt eigentlich Leben verloren? 10.000. Naja, okay. Es passt einfach nicht. Das Timing ist zu schlecht. Okay, aber ich brauche eine andere Gegend hier. Ich finde hier viel zu langsam Seelen. Ist ein bisschen mies, aber es stimmt wirklich. Ich will hier wenigstens noch einmal so ein Level-Up haben und dann gucken wir weiter. Aber das hat wirklich bei dem Phalanx ganz hier unten super funktioniert. Habe ich ihn jetzt anvisiert? Schwachsinnig. So. Nice. Okay, haben wir. Gegenstände dabei hat er nicht. Sehr gut. Das heißt, ich werde jetzt die Phalanx töten. La 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 la. Stimmt, hier gibt es ja noch andere Gegner, die hier noch rumgelatscht sind. Oder? Nicht mehr. Nee, gut. Hat sich erledigt. Okay. Ein Halbtoter. Ja genau, das muss ja noch sein. Dass du jedes Mal stehen bleiben musst, das kotzt mich ja immer so an. Na, komm schon. Ich weiß nie, was hinter mir ist. Das ist immer das Schlimmste. Oh Gott, nee. Kann ich nicht durchgehen, ohne dass mir die Dinger kaputt gehen. Okay, einer weniger. Au! Ich kann hier nicht durchgehen, ohne dass mir die Zauberteile kaputt gehen. Das ist so unfair. Du kannst hier mit einem Schild durchgehen. Ja, aber nicht mit Zauberteilen. So, dann versuchen wir es mal von draußen irgendwie anzuvisieren. Hat sogar geklappt. Das Lustige ist, wenn ich hier durchgucke, wird das verschwommen. Oh shit. Oh yeah, einer weniger. Wenn ich jetzt den Schuss mache. Oh, das macht sogar auch viel Schaden. Das ist gut. Sehr schön, sehr schön. Oh, komm. Mit dem Schuss kriege ich den ja echt innerhalb von Sekunden da. Muss ich ja noch nicht mal Auto-Aim benutzen. Was auch nicht wirklich Auto-Aim ist, aber ja, ne? Du weißt ja. Na komm schon. Ah, ne, hier. Aber nur von der Seite. Von einer ganz
offiziellen beschissenen Seite. So, okay. Also, ja. La 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 la. Traurig, dass es immer so funktioniert. Oh, da hinten ist auch noch einer. Noch nicht gesehen. Tschüss. Nice. Ah, hier ist auch noch einer. Oh, fuck. Ja. Und nochmal. So, waren das jetzt alle? Nee, das sind hinten noch ein paar. Oh, das müssten aber hier erstmal nicht gewesen sein. Ein einziger ist noch da. Und der ist tot. Sehr gut. 19.000 und. Kommt ganz gut hin. So, machen wir mal jetzt noch hier unten diese Viecher kaputt. Sehr schön. Wieder einer. Brauche ich nur noch 3000 oder 6000 Leben, das sollte ich dann mal auch beim nächsten schaffen. So, hoppala. Das ist so cool. Whee. Mal ist es ja, mal kann man ja auch treten oder so, aber da wollte mich gerade anzünden. Was ein Schwein. Hat aber nicht geschafft. Ja, da hat jemand hier Skill und Technik bewiesen. Sind aber keine Gegner mehr da und hier hoch komme ich nicht mehr. Mist. Hier geht es auch nicht mehr lang. Da, da. Ich weiß gar nicht, ich weiß überhaupt nicht, was dieser Move da bedeutet. Entweder kann man bei anderen Waffen, bei größeren Waffen und wahrscheinlich weniger Beweglichkeit, die Gegner da irgendwie kurzzeitig bewegungsunfähig machen, was auch immer. So, wohin gehen wir jetzt? Hätte ich diesen Waldhüterpakt nicht geschlossen, wäre eigentlich alles in Ordnung gewesen. So, komm schon. Vor allen Dingen kommt der an mit übelsten Angriffen hier. Das ist Wahnsinn. Schon einmal noch. Oh Gott. Das war eigentlich jetzt nicht das Wahre. So, dann gehen wir wieder hier runter und heilen uns hoch. So wie wir das hier jedes Mal machen. Scheiß Bogenschütze. Ach, natürlich hat er mich getroffen. So, wenn wir jetzt hier hochgehen. Eins, zwei und Nummer drei. Ich kann eigentlich auch mal das andere benutzen, weil ich benutze ja eh nicht so viel. Sehr schön. Und Zeit zum weiter hochlaufen. Na komm schon. Du, 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 du. Keine Gegenstände da. 2400 und. Hier oben noch zwei, die können wir auch noch nehmen. Wenn sie denn mal kommen würden. Ah, das ist mies. Aber dieser Double Hit, der ist geil. Eigentlich drei. Na gut, egal. La 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 la. Hoppala. Jetzt etwas springen. So. Machen wir mal noch ein paar von den Dingern kaputt. Ganz einfach wollten die mich kaputt haben. Klappt aber nicht. Nicht mit mir. Nicht mit dem Commander. Moment. Kommen jetzt eigentlich die. Sind sie? Die
sieht denn eigentlich... Ach ja, hier. One Hit hat mir an den Gnome-Dingern immer gesehen. Da habe ich einfach nur das Ding immer da durchgehauen. Nicht das. Schwein. Okay. 6600. Nee, 6670. Noch ein bisschen verbessern. So, dann können wir auch gleich nochmal den ersten Gegner hier aus dem Gefecht setzen. Phalanx sollte ja innerhalb von Sekunden down gehen. Okay, Nummer 1. Nummer 2. Dass da wirklich alle auf den drauf gehen müssen, ist mir ein Rätsel. Okay, nochmal. Sehr gut, noch einer da. Das ist so eine schöne Ecke, aber ein bisschen zu wenig Seelen, wirklich, leider. Nochmal, als es schön war. Tausend, jetzt wird's kritisch. Wow, ist echt wie die Sniper. Okay, so. Reicht eigentlich. Wir müssen sie ja nicht jetzt übertreiben. Wir wollen ja nur aufsteigen. So, Vitalität, nochmal. Okay, so. Sollte mal langsam teleportieren. Diesmal ist keine Teleportation möglich. Wollen die mich rollen? Muss ich da ernsthaft den ganzen Weg nach hinten latschen? Ich wundere mich hier. Und was ist? Scheiße, jetzt muss ich den ganzen Weg sogar latschen. Okay, aber ich weiß ja sowieso, wo es hier rausgeht. Von daher ist ja egal. Lalalalalalalala. Aua, verdammt. Okay, alles safe. Nochmal rein von der Theorie. Und wenn wir dann rauskommen, wo kommen wir da raus? Kommen wir dann wieder bei dem Bild raus? Das wird ziemlich cool. Jetzt muss ich auch nochmal gucken, wie viel Erfahrung ich dafür die gekriegt habe, weil das war echt viel. Komm schon. Und alle. Sehr schön. Jetzt kommt die von der Seite. Jetzt könnte ich sie... Ach komm, wir machen sie mal anständig tot. Das sind mir zu viele. Und nochmal, was ich schon war. Das Coole ist, meine Verteidigung steigt ja auch für jeden einzelnen Punkt, den ich hier verbessere. Das ist wenigstens gut. Somit ist gewährleistet, dass man dann überhaupt irgendwie Überlebenschance hat. Auch wenn die Überlebenschance ziemlich gering ist. So. Wer oder was auch immer das ist, es gibt 1300 Seelen. Ist ganz gut. Stahlrüstung, große Schärfe. Schön. Hoffentlich muss ich nicht schon wieder hier diesen Endboss töten. Das wäre echt peinlich. Aber große Drachen oder sowas muss ich nicht ein zweites Mal erledigen oder so. Und hier runter auf eine zweite Ebene. Zweite Ebene, klar. Nee, gibt's nichts mehr. Gut.
Na gut, dann haben wir hier nichts mehr. Schön ist, man kann hier wirklich mehrere Male herkommen. So, ja, wir wissen es langsam. Guck mal rauskommen. Oh yeah, bitch. Das wird ziemlich cool. Wie viel kriege ich? 300 für die... Für Gemäldehüter, das ist dagegen doch ganz schön wenig. Aber die sterben wenigstens instant. Da könnte ich mir eigentlich was anderes überlegen, um die schnell zu töten, weil das ist eine der... wahrscheinlich nicht so seelengünstigsten Methoden. So, und wieder ein Schwert bekommen. Lalalalalala, das geht jetzt Tag ein, Tag aus, so. Und nochmal so scheinbar, oh oh. Nochmal. Na, fliegt doch endlich. Jetzt wird's interessant. Das ist mal ein cooler Move. Der ist echt gut. Der ist geil, der Move. Wurfmesser über Wurfmesser. Ja, okay. Haben wir jetzt langsam auch mitgekriegt, dass die Dinger hier sind. So, das müsste aber auch gewesen sein, ne? Oh, da ist noch einer. Ich krieg mal einen. Okay, na, zwei Schläge gelten auch fast als gemessert. Aber ist ja wurscht. Moment mal. Hier oben kann ich das Ding ja runterdrehen. Vielleicht komme ich ja noch irgendwo da raus. Irgendwo, wo es lustig ist. Und mal ganz, ganz doll viel Spaß haben kann. Also, geht los. Moment, bei den Rittern habe ich ja jetzt 20. Das heißt, bei denen könnte ich ganz, ganz gut leveln. Das heißt, ich muss dann immer zu der alten hoch und die Ritter töten. Ja, dann gucken wir mal, wo wir hier rauskommen. Und los. Scheiße, ich komme ja bei in Ariamis raus. Ich muss hier ein anderes Leuchtfeuer erstmal benutzen. Oh, das war ein großes Vorspiel. Aus der Welt von Ariamis kann man nur raus, indem man einen einzigen Weg benutzt. So, mal gucken, wo man hier jetzt noch. Vorrichtung bewegt sich nicht. Okay. Wenn ich da jetzt ganz nach unten laufe, wo komme ich da raus? Hier geht's sogar weiter. Shake, shake, shake. Merken wir uns. Also, wie komme ich da jetzt weiter? Ist das ein Gegner? Es ist ein Leuchtfeuer! Ich fasse es nicht. So, gleich mal dran rasten hier. Der rostet einfach weniger. Ich schick du, was ist denn das? Der Ring des Sonnenerstgeborenen. Also, was kann denn der gute Ring? So, Sonnenerstgeborenen. Sonnenprinzessin verstärkt Wunder. Okay. Der Erstgeborene von Fürst Gewinn war ein Kriegsgott, aber seine eigene Dummheit führte zum Verlust der Aufzeichnungen und zur Aufhebung seines göttlichen Status. Heute ist nicht einmal mehr sein Name bekannt. Mhm. Okay. Ja, und nu, kann man hier denn irgendwas machen, außer so ein Leuchtfeuer nutzen? Nicht mehr sein Name bekannt. Ah, okay. Und benutzen kann ich das Ding hier nicht irgendwie oder so.